Grüezi miteinander und herzlich willkommen bei Wengeschichte. João Portugal Ramos gehört zu den beeindruckendsten Botschaftern vom portugiesischen Weinbau. Und im Gegensatz zum Beispiel zu den eher meisten kleinstrukturierten Weinbetrieben vom Land, hat sie im Alentejo grössere Rebflächen und eher auch eine sanftere Hügellandschaft. Und die Böden dort in Alentejo, die sind karg. Karg und ertragsarm, das ist gar nicht möglich, zum Beispiel ein Massenwein zu produzieren. Und so schafft es natürlich die Natur die besten Voraussetzungen für kräftige Weine, wie auch zum Beispiel jetzt der Marcos de Borba Branco, das ist der Weisswein vom João Portugal Ramos. Und das im Herzen von Alto Alentejo herrschende Kontinentalklima, um zum Beispiel regenfreie Ernte. Das ist natürlich genial. Das ist eine gleichbleibende, hohe Qualität permanent. João Portugal Ramos, ein Meister der Cuvées. Er schafft es genial zu verbinden, autochthone Rebsorten mit zugewanderten Rebsorten. Absolut geniale Cuvées. Der Weisswein Marcos de Borba Branco Alentejo, das ist ein Weisswein-Cuvée aus vier verschiedenen Rebsorten. Arinto, Antão Vaz, Verdelho und Viognier. Arinto, das ist zählt eigentlich zu den ältesten Rebsorten Portugal und 1712 sehr schmal erwähnt. Antão Vaz, das ist eine autochthone Rebsorte direkt aus Alentejo. Verdelho, dort ist eigentlich die Herkunft der Rebsorte viel bekannter als die Rebsorte selber, sondern zwar Madeira. Und Viognier, das ist die Heimat im Oberlauf von der Rhone in Frankreich, in Gondrieu, und ist auch 1781 das erste Mal erwähnt worden. Und diese Cuvée Weisswein möchte ich Ihnen vorstellen. Farbe. Der Wein hat eine Farbe von schönes, klares, sattes Goldgelb. Sehr schöne Farbe. In der Nase ein frischer Duft von Agrumenaromen. Etwas bisschen auch noch ein bisschen blumig und ein bisschen auch Eukalyptus im Gaumen. Der Gaumen hat so einen mittelkräftigen bis kräftigen Auftakt. Wirklich, aber das Schöne ist noch lebendig. Und er bleibt auch kräftig im Gaumen und er bleibt wirklich harmonisch. Ein bisschen auch so ein bisschen mineralisch und ein wirklich harmonischer oder zum Beispiel ein bisschen auch ein bisschen feinherben, harmonischen, langen Abgang. Also er ist ein sehr vielseitiger, zeigt eigentlich alle die verschiedenen Rebsorten und einen sehr harmonischen, kräftigen Weisswein. Die verschiedenen Sachen zum Beispiel sich unterschiedlich an klimatischen Bedingungen können bestens anpassen, sind natürlich die vier Rebsorten eine Besonderheit. Der andere Punkt ist natürlich, der João Portugal Ramos wurde geadelt, indem er einen positiven Einfluss nimmt auf den portugiesischen Weinbau, auf die Entwicklung. Und er sagt auch ganz klar, selten ist ein guter Wein eine Frucht vom Zufall. Meine, die Erfahrungen, die im Laufe der Zeit ein Önologe gesammelt hat, über die all jene verschiedenen wichtigen Faktoren, das sind dann schlussendlich das Top-Ergebnis. Und dann, die Weisswein-Cuvée Marcos de Borba Branco Alentejo ist erhältlich bei www.weingeschichte.ch für 14,70 Franken. Das ist fast geschenkt. Superschöner Weisswein, kräftiger Essensbegleiter. Danke vielmals, ade miteinander.